das ganz große Ziel die WM konzentrieren. Lisa Marie Quaye hier von den Neuköllner Sportfreunden, 22 Jahre erst, 11,22 ist sie gelaufen bei den deutschen Meisterschaften hier in diesem Stadion. Sehr gut besucht und sie hier, na klar, Gina Lückenkämper, auch sie startet ja für Berlin, die 22-Jährige. Bei der DM zweite, 11,14 in dieser Saison. Dann die schnelle Polin Eva Svoboda. In Jewe, 11,15 die Hallen-Europameisterin über 60 Meter. Und in Hameln hat klar noch eine Deutsche mit in diesem Rennen. Hier vom TSV Bayern 04 Leverkusen, Jasmin Kwadwo. Auch sie eine, die für die Staffel gesetzt ist. Also drei deutsche Frauen mit in diesem Rennen. Aber alles konzentriert sich klar auf Gina aus Westfalen. Die Rückkehr hier nach Berlin im letzten Jahr bei den Europameisterschaften. 10,95 Sekunden. Zweite über die 100 Meter hinter der Britin Asher Smith. In diesem Jahr den Start ein bisschen den Block umgestellt, hat festgestellt, da stimmt was nicht und jetzt versucht sie so langsam aber sicher reinzukommen. Die Umsetzung ist schwierig. Der Start immer noch so die Problemzone bei ihr. Hoffentlich kommt sie jetzt besser raus, aber sie hinkt jetzt schon hinterher. Svoboda ist vorne und Lückenkämper kämpft jetzt, ist ihre Hälfte. Sie kommt ran, aber nicht, um hier zu gewinnen. Svoboda, 11,07 Sekunden, das ist neue persönliche Bestleistung für Svoboda. Und die Britin, Asher Philipp wird Zweite, auch sie läuft hier, persönliche Bestleistung, 11,10. Und Gina Lückenkämper, 11,15, also fast dran an ihre Saisonbestleistung. Und trotz dieser vielen Fehler hier am Start schon, da hinkt sie hinterher, die schlechteste Reaktionszeit, aber das hier nach dem Mittelteil, bis dahin hat sie viele Fehler gemacht, jetzt kommt sie ins Rollen und versucht hinten raus nochmal sich ranzupirschen, aber das dauert dann natürlich und am Ende hast du keine Chance mehr ranzukommen. Svoboda vor Asher Philipp und Lückenkämper wird Dritte. Quadro, Achte, 11,35 und Quaye, 11,25. Gute Zeiten. Und Norbert, bitte.